Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil von Gothic 3. Wir befinden uns immer noch in Braga. Wir haben, soweit ich mich erinnere, alle Aufträge erledigt. So aktuellen Aufträge erfolgreich gescheitert. Wir haben alle Aufträge erledigt, die zu erledigen waren. Wir könnten uns jetzt auf den Weg zur nächsten Stadt machen, aber vorher werden wir noch eine kleine Reise begehen. Nein, vornehmen. Und zwar reisen wir tatsächlich nochmal nach. Werde-Champion in Arena Morosul. Okay, ja, also wir werden nochmal nach Faring reisen, denn wir haben das letzte Mal dort was vergessen. Es war nicht das letzte Mal, es ist schon einige Streams her, aber jetzt in der Videobearbeitung ist es mir wieder aufgefallen. Und das heißt, wir reisen noch einmal hin und holen uns den Ahnenstein. Wir haben mit den Jägern gesprochen und für den einen Jäger haben wir von Ali, glaube ich, den Ahnenstein zurückergattert, sage ich mal so. Und sobald wir die Aufträge für die Jäger erledigt hatten, hätten wir den Ahnenstein von dem bekommen können. Haben wir aber dann am Ende nicht mehr mit geredet. Deswegen holen wir das jetzt nochmal eben nach. War es Trelis? Ne, Faring hieß es. Faring ist so eine Brücke. Und zwar die. Dann reisen wir da nochmal hin, holen den Ahnenstein. Dann reisen wir hier wieder nach Braga. Und dann werden wir durch die Wüste zur nächsten Stadt wandern. Gucken, ob wir unterwegs noch ein bisschen was erledigen können. So, jetzt müssen wir gerade mal gucken. Tom. So, Ich bringe den das war Ahnenstein nach schon. Nordmar. Einverstanden. Hier, pass gut drauf auf. Ich passe gut drauf auf Ahnenstein erhalten. Denn soweit ich mich erinnere, benötigen wir das für den nächsten, also für einen anderen Auftrag, die Ahnensteine alle wieder dahin zurückzubringen, wo sie hingehören. Oder ähnliches. Ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall waren die Ahnensteine nicht ganz unwichtig, wenn ich mich recht erinnere. Deswegen wollte ich das jetzt nochmal erledigen. Nicht, dass wir nachher überhaupt nicht mehr wissen, wo wir die hätten kriegen können. Da können wir es besser jetzt erledigen. Kann man die denn sehen? Es müsste ja rein theoretisch hier sein. Das ist der Ahnenstein. Wurde von Ali in Nordmar geklaut. Er gehört zum Grab eines gewissen Einar. Also ich würde es Einar nennen. Ich weiß nicht, wie man E und J nacheinander ausspricht. Ioner. Ioner. So, die sind schon tot. Jetzt ist die Frage, gehen wir da eine Klippe entlang? Ich schaue noch mal gerade auf die Map. Ich würde ja sagen, dass wir uns jetzt nach Ben Anir oder nach Lago begeben. Ben Anai. Ben Anai. Oder Lago. Deswegen. Wir können natürlich von hinten aufräumen, aber ich würde sagen, dass wir erstmal hier vorne lang gehen. Wir haben eine Ausgrabungsstätte. Zwei sogar noch. Hier ist noch irgendwas Interessantes anscheinend. Aber das können wir dann auf dem Rückweg abarbeiten. Wir schauen mal. Ich würde sagen, wir gehen hier die Klippen entlang, bis wir nach Lago oder Ben Anai kommen. Oder wie auch immer man es aussprechen soll. Ich mache mal so, dass wir nicht direkt an der Klippe entlanglaufen, um ein größeres Gebiet decken wir hier ab. Die Wüste ist halt gigantisch groß. Ist überhaupt kein Vergleich zu dem, was wir bisher hatten. Schlitz! Alter, nicht getroffen. Ja, Headshot. Ende. Aber es hört, ja, ich wollte gerade sagen, es hört sich an, als wären es ein paar mehr gewesen. Nein, ihr macht mich nicht mehr fertig. Ich verbiete es. Ich habe gesagt, ich verbiete es. Natürlich werden wir alles und jeden einmal züchtigen, was wir hier finden. So, Platz, fein. Die hören wieder. Ich habe nämlich gerade gesehen, dass da vorne noch Warane. Nee, die sind auch schon tot. Da hatten wir uns schon gekümmert. Aber hier rennt noch einer. Tschüss. Hä? Ist ihm egal. Man bleibt halt stehen. Ja, wir werden alles erledigen, was hier rumläuft. Wir brauchen noch derbe Erfahrungspunkte. Es ist, wie es ist. Jetzt schaue ich gerade mal, was das noch ist da. Aber ich glaube, da waren wir. Das war, glaube ich, die Oase. Genau, hier liegen die ganzen Tiger und Löwen rum, mit denen wir uns angelegt haben. Also mein Renderbereich, man kann es im Hintergrund sehen. Auf der rechten Seite ist der Berg unscharf, auf der linken Seite ist er ja ein bisschen schärfer, sag ich mal. Mein Renderbereich, der ist so weit eingestellt, ne? Und trotzdem. Et esch wird esch. Da müssen wir jetzt einfach durch. Jo, hier ist einfach nichts unterwegs. Was sind das? Einfach Steine in der Wüste. Naja, wer kennt das nicht? Löwe. Da hatten wir doch auch schon irgendwas mit Namen. Boah, verfehlt. Unser Bogen ist schon der Shit, ne? Weil wir ja gelernt haben, dass wir bei wilden Tieren mehr Schaden machen. Also jetzt nicht bei wilden Tieren, sondern bei Raubtieren, sowas.
Ich glaube sogar doppelten Schaden machen. Deswegen zieht er halt übelst viele Punkte ab. Es ist aber ein normaler Löwe. Dann würde ich sagen, wir heilen uns gerade. Wir speichern. Wir produzieren einen Goblin. Wie hast du da jetzt gerade hingemacht? Ist ja ekelig. Und dann probieren wir es. Boah, ich weiß nicht, wie clever das ist, da jetzt mitten reinzurennen. Aber wir hatten schon ewig keinen Todesfall mehr. Wenn ich nicht... Wir machen überhaupt keinen Schaden. Boah, krass. Ich hab's verrissen. Ich hab die Maus verrissen. Nein, 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 nein. Goblin, mach doch mal irgendwas. Das war keine gute Idee. Aber ich krieg sie leicht noch gerettet. Nein, sie rennen alle mir hinterher. Ganz schlimm. Nein, 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 nein. Benötige irgendwie Hilfe. Ich krieg das hin. Schakale? Boah, das Böse, das Böse. Mein Goblin ist einfach ein Witz, ne? Der hat noch gar nichts gemacht, glaube ich. So, jetzt sind wir ein Stück vorgerannt. Ich treffe einfach nicht, bin so blöd. Okay, erster liegt. Okay, es sind momentan nur zwei. Zwei könnte ich, glaube ich, schaffen. Alter, die halten echt richtig was aus, ne? Löwinnen. Entschuldigung. Schön hier Gender bereithalten. Ja, sehr schön. Nein, was mache ich? Warum? Ich habe mich verklickt, Entschuldigung. Ja. So, und das ist das, was ich mit der Armbrust meine. Man muss nicht immer voll durchziehen. Bei der Armbrust hast du keine Wahl. Da wartest du die Zeit, die es braucht, bis es abgearbeitet ist. Und hier kann man auch einfach mal ein bisschen früher loslassen. So, und sich die von ab... Ja, komm. Ja, komm, ich kriege jetzt so klein. Alter, Leute, wir haben es überlebt. Krass. Ich probier's mal. Wir speichern ab und rennen rein. Blöde Idee. Ganz blöd. Ah, Löwen sind schon... Die sind schon nicht Öne. Nicht Öne. Vor allem. Mit ganz großem Ö. So, wir speichern einfach nochmal ab. Safe D-Fierst. Habe ich jetzt die Musik so leise gestellt oder ist hier einfach keine? Ich mag die Musik von Gothic. Meinetwegen könnte die durchgehen laufen. Ja, ist klar. Du meinst jetzt auch, du bist es, ja? Alter, ich habe gerade einen Löwenrudel klein gemacht. Da werde ich doch vor euch popligen Schakalen im Wolfspelz. Boah, krass. Ich mag unseren Bogen, hatte ich da schon erwähnt. Wir könnten natürlich in dem Fall auch mal die Armbrust verwenden. Um zu gucken, ob die auch beim ersten Schlag, wenn ich einen Headshot treffe. Nö, guck mal, gerade mal halbe Leben. Ja. Ich wollte gerade einen Schluck trinken, das war völlig in Ordnung für mich. So. Ihr seid nichts mehr. Ihr seid Drecksviecher. Ihr seid Wölfe, die sich angemalt haben, damit die so tun können, als wären sie Schakale. Dabei seid ihr einfach nur dreckelige Wölfe. Ich höre es genau. Man hört es an eurem Geräusch. Man sieht, wie ihr angreift. Ihr seht genauso aus. Klar, da haben die Entwickler sich halt ein bisschen Arbeit gespart. Was völlig in Ordnung ist, kann ich nachvollziehen. Ja. Ich erinnere mich an diese Situation. Tatsächlich. Es sind eine ganze Menge. Wenn wir die so kriegen, ist alles in Ordnung. Weil die, wissen wir, sind auch nicht ohne. Ich treffe hier nichts. Es ist so schlimm. Weil wir wissen, wenn die durchdrehen, drehen die durch. Es sind nun mal zwar Sandcrawler in dem Sinne, aber es sind genauso wie Minecrawler. Ganz, ganz fiese Nummern. Wenn die abgehen, gehen die ab. Als wären die auf Droge. Das wissen wir ja schon. Und von denen kriege ich einfach nichts. Wirklich? Nö, ich kriege von denen nichts. Gut, dann brauche ich mich da nicht schon mal nicht drum kümmern. Finde ich jetzt nicht ganz so schlimm. Ich kann mich daran erinnern, es waren
übelst viele. Von so, es ist eine Riesenwüste. Alles sieht hier so ziemlich gleich aus. Aber an so eine Ecken kann ich mich dann wieder erinnern, ne? Obwohl das Jahre her ist, als ich das gespielt habe. Wo ich mich ja sonst nur wirklich an nichts erinnern kann. Aber ich bin mir sicher, dass ich letztes Mal nicht so einen geilen Bogen hatte, der bei 3, 4 Schlägen so ein Ding schon klein macht. Wahrscheinlich kann ich mich deswegen dran erinnern. Es ist halt sehr, sehr lange her. Aber es war eine übelst nervige Ecke. Die Jahre gedauert hat, bis ich das mit Pfeil und Bogen hinkriege. Weil mit dem Schwert hatte ich damals überhaupt keine Schnitte, kann ich mich dran erinnern. Ich wechsle nochmal auf Brandpfeil. Weil Wüstentiere mögen kein Feuer, das wissen wir alle. So, da haben wir einen. Jo, Treffer. Ich kriege mal auch noch angelockt da. Nein, drüber her. Ein Poppes. Treffer. Es rockt die auf jeden Fall schon sehr, sehr weit runter. Jetzt schaffen wir so. Der ist einfach so umgefallen. Sehr schön. Hey, Brandpfeile machen halt permanenten Schaden. Der anscheinend scheint auch umgefallen zu sein. Oder wo ist er hingelaufen? Es war direkt auf dem Kopf. Guck mal. Und es geht drüber her. Da müssen wir einfach ein bisschen mehr auf den Körper ziehen. Oh, ich habe mich gerade kurz erschrocken. Ich versuche trotzdem jedes Mal was aufzuheben von den Dingern. Ne? Keiner von den beiden hat Schaden. Okay, ziehe nicht auf den Kopf. Er bringt nichts. Guck mal, wie viele hier sind. Ja. Ist klar. Mein Freund, ist klar. Nicht auf den Kopf, bringt nichts. So, da war der Erste. Ein Crawler der Hölle. Sandcrawler heißen sie, glaube ich, ne? Sandcrawler. Ich guck mal, wie viel da allein noch stehen und wir sind noch außerhalb der Höhle. Alter, guck mal. Alter, das ist doch. Guck doch mal, das ist doch nicht normal. Da brauchen wir einen Feuersturm. Und weg. Hier seid ihr doch schön langsam hochgekommen. Nein, er hat natürlich einen Ausweg genommen hier. Einen Umweg meine ich, eine Abkürzung. So heißt es. Sorry. Mein Gehirn will gar nicht so. Ich bin so hoch konzentriert hier. Ob man das glaubt oder nicht, das ist ja nur wirklich nicht schwer. Mit dem Bogen ein bisschen rückwärts zu laufen. Wir trinken gerade was. Wir speichern. Wir sind nämlich voll gut, merke ich gerade. Habe ich gespeichert? Ich habe es nicht gesehen. Nö. Habe ich einfach nicht. Wie viel haben wir schon an deiner mitgezählt? Spult nochmal zurück, zählt mit und schreibt es unten in die Kommentare. Macht ihr sowieso nie. Ich habe schon so oft gesagt, ihr sollt irgendwas in die Kommentare schreiben. Ich habe das Gefühl, ihr guckt meine Videos gar nicht richtig. Ist ein Spaß. Ich freue mich über jeden. Gerade im Moment sind es doch sehr, sehr viele, die meine Videos gucken. Ich bin immer wieder überrascht und auch sehr, sehr dankbar dafür. Ja. Ihr seid die Besten, Leute. Ihr seid die absolut Besten. Von allen. Boah, cool. Ich hab den Hintern erwischt, aber den hatte ich auch gezielt. Ich wusste ja, dass ich durch den Vorderen, durch den Kopf einfach durchschieße und den Hinteren treffe. Das war mir von vornherein bewusst. Zäher Sandcrawler. Aha. Halten die mehr aus? Also es ist auf jeden Fall wieder ein Auftrag. Das ist schon mal gut. Wir sind hier direkt neben einem Dorf. Du kommst ein bisschen nah, muss ich sagen. Ja, genau. Ist klar. Ist klar, mein Freund. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich keinen von denen verloren mache, dass er jetzt hier irgendwo in der Wand verbackt wird oder so. Weil die sind ein Auftrag. Und dann müssen wir jeden einzelnen von platt machen, das wissen wir. Ich schieße mal so. Ich will immer nachladen. Ich drücke mal eher für nachladen. Ich muss mal gerade gucken. Ja, Aufnahme läuft. Sehr schön. Aufnahmequalität. Top. Absolut top. Wo ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht habe, ist zwischendurch meine Maus in der Mitte zu machen. Auf der 2. Nein. 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 So. Kann ich hier einsammeln? Ich will hier auch mal irgendwas einsammeln. Es muss der Shit in der Höhle sein. Der Shit.
Hier draußen ist nichts einzusammeln. 1000 Tiere tötet man, von denen man einfach nichts bekommt. Keine Scheren von Sandcrawlern. Kein Fleisch. Guck mal, wie fett die Viecher sind. Da muss doch irgendwas an Fleisch dran sein. Giftstachel. Knochen. Was weiß der Geil. Irgendwas wird man von den Viechern noch benutzen können. So. Um eine neue Rüstung zu machen. Eine schöne Sandcrawler-Rüstung. Wolf aus Teil 2. Du wüsstest sofort, was der damit machen kann. Nicht mal den hinteren getroffen. Diesmal wohl. Haben schon wieder ein bisschen sehr nah. Können in der Zeit mal ein Stück Fleisch essen. Du brauchst hier gar nicht zurücklaufen. Du kommst sofort wieder her, mein Freund. Long Dunst geschossen. Ja, hat nichts gebracht. Schade. Wo meint ihr denn? Schöner Poppes-Schuss. Aber es sieht so aus, als hätten wir es bald geschafft. Weil es würden deutlich mehr rauskommen, wenn mehr in der Höhle sind. Bin ich mir sicher. Ich schätze, wir haben vorher schon welche aus der Höhle gelockt. Deswegen waren das vorhin so viele auf einen Haufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch viele drin sind. So, es waren tatsächlich schon alle. Sehr schön. Ben Erai. Ben Erai? Ist das nicht noch voll... Alter, mit Leertaste kann man hier einfach mal... Ist es die Leertaste? Nein, Leertaste ist das. Ich weiß gar nicht, was ist das für eine Taste? Alt? Tut mir leid, ich benutze keine reguläre Tastatur, deswegen weiß ich es nicht genau. Lagu Ben Erai, tatsächlich. Lagu ist tatsächlich entweder hier drüber oder hinterm Berg. Ich sage, der Shit in der Truhe, der absolute Shit jetzt. Da bekommen wir nämlich... Aha, glaubt ihr nie. Der Shit jetzt. Pass auf. Ich muss einmal um die Truhe laufen. Oh, nochmal. Tut's immer. Wir bekommen nämlich einen Ring. Mana plus 10. Feuerschwert Böses vernichten, aber Trank der Lebenskraft. Das ist der Shit, Leute. Es ist der Shit. Verwandlungstrank Wolf. Ob ich dann hier in der Wüste wohl aussehe wie ein Wolf? Oder wie ein... Ihr wisst, die Dinger, die hier rumlaufen. Ich habe jetzt die ganze Hyäne im Kopf, aber das ist es ja nicht. Kann man da hoch? Ich will nach hoch. Man lasse mich da hoch. Es ist nicht mehr weit. Jetzt gucken wir den Rest auch noch. Aber es sieht nicht so aus, als hätten die sich irgendwie die Mühe gemacht, hier oben drauf was zu bauen, wenn die nicht mal Vegetation hier gebastelt haben. Und los. Jetzt aber. Ich schaffe es. Ich schaffe es nicht. Dann nicht. Moin. Hältst du mich auf jetzt? Tötest du mich? Du bist einfach... Verschwinde! Ja! Was? Warum? Was habe ich gemacht? Es scheint so, als dürfte ich da nicht hin. Komme ich mit klar? Ich wollte nämlich sowieso nur meinen Sonnenkraut hier mitnehmen. Oder was auch immer. Es war so schnell, konnte ich nicht lesen. Irgendwas mit S am Anfang und Kraut am Ende. Ein Sumpfkraut kann auch noch sein. Ja, Sumpfkraut. Hier stand es nämlich jetzt auch. Das konnte ich so schnell lesen. Aha, aha. Was haben wir da? Kaktusblüte. Früher hat man da Kakteen zugesagt, aber wenn es Kaktusse sind, dann ist es. Moin Kampa. Wir könnten uns mal kurz ins Bett legen. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Dann ist auch nicht mehr ganz so warm. Also morgens ist in der Wüste deutlich kühler, habe ich gehört. Ich war selber noch nie da, deswegen weiß ich es nicht. Aber den Gerüchten will ich wohl trauen. Also hier ist auf jeden Fall eine deutlich große, also eine deutlich größere Mine. Eine sehr große Mine, würde ich damit sagen. Wiss mein Gehirn, ist manchmal. Gut. Man sagt, wie dich. Kannst du dich da oben festhalten? Nein, kann er nicht. Bist du Sklave? Okay, hier ist eine sehr große Mine neben. Bis wir da rein dürfen. Also anscheinend dürfen wir da nicht rein. Bis wir da rein dürfen, müssen wir wahrscheinlich ein paar Aufträge erledigen. Das heißt, wir gehen ganz entspannt ins Dorf. Du wirkst ziemlich ausgezehrt. Naja. Ja. Deswegen heißt er wahrscheinlich so. Meine Kumpels und ich, wir haben wochenlang in den Stollen geschuftet. Ich bin ziemlich fertig, Mann. Aber so ist das halt. Die einen haben Schwerter und die anderen buddeln.
Ich bin Buddler, wie man sieht. Was war das? Bockblatt. Nehme ich. Jetzt brauche ich mir erstmal was zur Entspannung. Du solltest jetzt gehen. Geh lieber, sonst kriegen wir beide noch Ärger. Der ist nur müde, der ist ausgezehrt. Der ist auch noch müde. So, wer bist du? Assassine. Du bist Elite-Krieger. Davon gibt es sehr viele hier im Dorf. Schleifstein, nee. Unser Katana hatten wir geschärft, ja, alles klar. War ich mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, es hat ja ewig gedauert, bis wir da was gefunden haben. Gut, hier wohnt einfach keiner. Metalltruhe, okay. Silberpokal, langweilig. Wir brauchen nur Feuerpokale. Wasser weg, mal. Erstmal Kopf waschen. So, jetzt geht's mir besser. Kämpfer, Kämpfer. Okay, es ist deutlich kleiner, als man vermutet. Hey, ich bin Eusebio. Der Alchemist. Wie spricht man den denn aus? Und Schnapsbrenner. Wenn du was brauchst, bei mir kriegst du alles. Alles? Warum bist du so weiß hier mitten in der Wüste, mein Freund? Erzähl mir was über die Stadt. Mann, wir sitzen hier auf einer Goldader und ich kriege nicht einen Brocken ab. Das ist frech. Am liebsten würde ich hier nachts mal eine Runde drehen und alle Truhen plündern. Mach das doch. Bist du verrückt? Ich bin froh, wenn ich meine Wampe morgens aus dem Bett kriege. Der ist mir sympathisch. Kannst du mir was beibringen? Na klar, Tränke brauen ist mein Geschäft. Außerdem habe ich das Rezept für einen scharfen Schnaps. Aber bevor ich das hergebe, musst du mir erst 10 Kaktusblüten bringen. Hier sind deine Kaktusblüten. Sehr schön. Ich dachte schon, ich muss selber laufen. Hier ist das Rezept für dich. Was soll ich denn? Schnaps erhalten? In normaler oder was? Bring mir was über Alchemie bei. Giftpfeile herstellen kann. Zeig mir, wie ich Giftpfeile herstellen kann. Yeah. Du brauchst ein Gift und ein paar Pfeile. Dann tunkst du deine Pfeilspitzen vorsichtig in die Fiole. Du brauchst eine ruhige Hand, also nimm dir Zeit dafür. Bring mir bei, wie ich Gifte herstellen kann. Leute, wir können unsere Waffe vergiften und Giftpfeile herstellen. Nichts anderes als ein normaler Heiltrank. Du brauchst ein Rezept, die Zutaten und einen Alchemietisch. Gib alles zusammen und gut rühren. Wenn es zu einer klebrigen Substanz geworden ist, bist du fertig. Will ich nicht? Zeig mir deine Waffe. Wenn du jetzt auch noch Gift im Inventar... Alter, nehme ich. Boah, das war gerade übelst buggy. Komm, Giftpfeile nehme ich auch. Und Fläschchen. Wie viel haben wir eigentlich schon? Ach so, leere Fläschchen haben wir dann wahrscheinlich hier. Wir haben nur noch 261, da müssen wir uns ein bisschen mehr eindecken. Gift aus Stachel der Blutfliege. Und Gift aus Varanzunge. Kaufe ich beides. Wir haben nur noch 24.000, aber wir haben ja vor kurzem noch 50.000 ausgegeben. Was haben wir da? Rubinklinge. Ist unsere bevorzugte Klinge nach unserer Katana. Geschärft, gesegnet. Und die behalte ich mal. Also wir haben ja schon mal den Fall gehabt, dass wir nicht gestorben sind, aber niedergeschlagen wurde. Uns wurde die Waffen weggenommen. Deswegen behalte ich die beiden mal einfach zusätzlich im Inventar. Weil die sind beide nicht besonders schlecht. Orkschlechter, das ist die erste Waffe von uns. Die wollten wir auch behalten. Schwert kann weg, kann weg, kann auch alles weg, kann weg. Wie war denn? Ich muss 9.000, der hat 26.000. Kompositionsbogen, aber ist abgenutzt. Kompositbogen, Entschuldigung. Ich dichte schon wieder neue Buchstaben hinzu. Eine Bluternte. Normale Armbrust. Kann weg, kann weg. Die sind immer sehr wertvoll. Speer, Kampfstab. Die behalten wir. Gut, haben wir was an Schilder. Rundschild finde ich optisch nicht schlecht, aber ist halt deutlich schlechter als unser. Die sind auch irgendwie nice. Den einen Ringkanzler haben, den haben wir gerade aus der Truhe bekommen. Was würde das denn bringen? Der bringt echt nur 198, ne? Ich meine, es ist nur plus 4, aber trotzdem, es ist halt ein permanenter Trank. Schnaps haben wir einfach ohne Ende. Das war der Nordmarer Nebelgeist, genau. Gut, sonst kann ich für den, kann ich dem so nichts verkaufen, was zusätzlich Geld bringt. Tauschen, schließen. Darf ich jetzt mal an deinen Alchemietisch oder brauchst du den gerade selber? Ich würde ja jetzt gerne meine Waffe vergiften, ne? So, hier haben wir noch einen Buchständer. Aber das ist geil. Ich habe gesagt, sobald wir in die Wüste kommen, können wir das lernen. Haben wir direkt instant gelernt. Also wir haben auch keinen Lernpunkt, doch wir haben noch genau einen Lernpunkt. Uns kann nichts passieren, wir haben einen ganzen Lernpunkt. So, wenn wir hier noch rumrennen... Niemand, nix.
Schöne Banane hat er hier rumliegen. Mitten in der Wüste, kennt man. Sancho. Rancho Sanchez. Ich würde jetzt gerne meine Waffe vergiften. Ich penne mal einmal bis Mitternacht. Hoffe, dass er nicht mehr an seinem Alchemite steht. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Alles gut. Bis Mitternacht schlafen. Jetzt warten wir noch 2/3 Zehntelsekunden, weil er geht mitternachts auch nicht schlafen. Er sitzt einfach da rum und isst ein Riesenstück Fleisch oder was machst du da? Ich weiß nicht genau, was er hat, aber es sieht so aus, als würde er trinken. Alles klar, er geht Bubu machen. Alchemitisch. Achso, hier kann ich jetzt nur Gift herstellen, aber Giftpfeil. Könnte ich herstellen 10-mal. Gibt keinen zusätzlichen Geschossschaden. 3 im Inventar. Ach so. Ich kriege 10. Mit einmal Gift kann ich 10 herstellen. Okay, dann müssen wir mal gucken. Gift kann ich 2 herstellen. Okay. Und da könnte ich 6 herstellen, weil ich brauche 10 Blutfliegenstachel. Du stell her, ich brauche diese blöden Stachel für nichts anderes. So, jetzt muss ich aber... Wir machen 10 mal 10, das wären 100. Ja. Das reicht uns erstmal. Moin. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Haben die hier eine Schmiede? Weil dann werde ich sie am Schleifstein herstellen können. Oder wie vergifte ich meine Waffe? Weil ich kann es ja schlecht draufziehen, oder? Ich wüsste nie, wie ich es machen soll. Wir haben 111 Giftpfeile. Ach, wir haben auch ein paar gekauft. Was macht der da? Verbringst du so deine Nächte, indem du den Hammer auf deine Waffe legst? Da, können wir es hier machen? Das bringt mir so nicht. Das bringt so. Nein. Es schleift einfach noch ein bisschen weiter. Wie vergifte ich denn meine Waffe? Weil das haben wir gelernt. Das weiß ich 100 pro. Wir können es auch nachgucken. Und zwar hier Waffe vergiften. Alles, was man dazu braucht, ist eine Klinge. Eine Flasche Gift und das Wissen, wie man es anwendet. Benötigt Alchemiewert 40. Den haben wir ja. Das haben wir schon ganz am Anfang gelernt. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wie. Aber er hat wieder angefangen zu arbeiten. Aber ich vermute mal, dass das jetzt einfach daran geht. Junge, lass mich doch da mal kurz dran. Du bist doch eh eingeschlafen gerade. Es ist zu spät für dich. Also es ist... du musst ins Bett. Junge. Der lässt mich da jetzt nie dran, ne? Damit ich es nicht rausfinden kann. Was ist denn, wenn ich Gift doppelklicke? Aha. Ich kann Klingen bolzen. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ach, Klingen bolzen. Dann sind das vergiftete Armbrustpfeile. Ja, finde ich okay. Kann ich die hier draufziehen? Nein, kann ich nicht. War ein Versuch wert. Weil dann würde ich es mir... Wie meint das? Dann müsste ich sie einmal hier unten reinziehen, ja? So, dann machen wir die 4. Dann machen wir die 8. Sehr schön. Gut, dann gehe ich jetzt mal einfach ganz stumpf davon aus. Dass sobald ich die Armbrust nehme... Ne, jetzt will ich eigentlich alles wohl unten drin lassen. Das passt schon so, wie es ist. Sobald ich die Armbrust nehme, habe ich Giftpfeile und beim Bogen nehmen wir Feuerpfeil. Weil es auch gleichzeitig eine Lampe ist. Es schadet ja nicht. Okay, dann haben wir das auch soweit vorbereitet. Jetzt finde ich nirgendwo mehr im Bett, ne? Alter. Eine weise Entscheidung. Ja, ich weiß, aber du hättest mich vorher mal warnen können, dass ich das nicht darf. Oh nein, ich bin gefangen. Leute, im Bett. Ich habe lange auf diesen Moment gewartet. Dass du... Verschwinde. Warum hast du mich geweckt? Ich brauche ein Bett.
Warum rede ich überhaupt mit euch? Was ist das? Gold. Gold. Hol ich mir alles selber aus der Mine, wenn ich rein darf. Ich denke, verschwinde. Warum hast du mich geweckt? Alter, Leute, ich will schlafen. Wenn ihr Gäste habt, habt ihr keine Möglichkeit, dass die irgendwo pennen können? Da solltet ihr mal drüber nach. Jetzt. Ah nein, wir haben die Waffe schon vergiftet. Alles gut. Alles gut, brauche ich nicht mehr. So. Also für die Leute, die es nicht wissen, wenn man in dem Spiel jemanden vergiften möchte. Ein leeres Bett. Es wird mir zwar nicht angezeigt als Bett, aber es funktioniert ja trotzdem. Das ist jetzt nicht so, jedes Mal, wenn ich jemanden treffe mit meinem Schwert, dass der vergiftet ist. Das funktioniert nicht. Ich muss quasi so zustellen. Es geht nicht, solange ich nicht irgendwas anvisiere. Warte mal. So, so muss ich zustechen, dann sind die Leute vergiftet. So. So viel dazu. Alles klar, hier pennt der Alchemist drin. Dann sprechen wir doch mal mit Sancho. Ich bin Sancho. Ich kann keine weitere Wache gebrauchen und wie ein Sklave siehst du nicht aus. Also, was willst du? Dass dein Hals wieder in Ordnung ist, also bei denen, der Hals ist ganz schlimm. Ganz schlimm. Alter Schwede, das ist so eklig, mein Hast du Arbeit für mich? Ich bezahle schon genug Leute dafür, dass sie sich die Beine in den Bauch stehen. Aber wenn du richtige Arbeit willst, dann habe ich was für dich. Gut, dann gib mir mal Was hast du für mich zu tun? Ich habe schon länger nichts mehr von unserem Stollen aus Lago gehört. Fabius Goldlieferungen bleiben aus. Irgendwas stimmt nicht. Geh mal nach Lago und sieh dich dort mal um. Hast du noch was anderes für mich zu tun? Ja, durchaus. Ich mache mir Sorgen um meine Männer. Die Nähe zum Gold macht irgendwann jeden schwach. Also sprich mit ihnen und spitze dabei die Ohren. Wenn sich jemand verdächtig macht, dann erzähl es mir. Oh, dein Hals, Junge. Eusebio? Eusebio macht sich verdächtig. Eusebio ist ein Penner. Er zerkleinert Gräser und braut Schnaps. Vielleicht hat er ja zu viel von seinem eigenen Zeug geschluckt. Egal, lass ihn in Ruhe, wir brauchen ihn. Wo ist Lago? Lago liegt nordöstlich von hier. Es sind nur ein paar Hütten an der Küste. Selbst die Bezeichnung kleines Dorf ist unpassend. Aber wenigstens haben sie dort einen Stollen, von dem ich kein Gold mehr bekomme. Verdammt nochmal! Lago? Ah, wir waren in Braga. Ich wollte gerade sagen, Lago sagt mir jetzt gerade gar nichts. Hey, Kollege, du hast den Namen. Willkommen in Ben Erai. Du bist bestimmt nicht gekommen, um dir den Buckel krumm zu schuften, richtig? Naja. Mann, diese Stadt ist eine Schatztruhe, aber ebenso gut bewacht. Sagte der Wachmann. Wenn du ein bisschen über Gold quatschen willst, dann bring welches mit. Reden wir ein bisschen. Gut. Pass auf, es gibt drei Wege, an das Gold zu kommen. Entweder du schwingst die Hacke, du legst dich mit dem ganzen Ort an, oder du machst es leise. Was ist, wenn ich die Hacke schwingen will? Dann bist du bescheuerter, als ich dachte. Zuerst musst du dir nämlich den Zutritt zu den Stollen verdienen. Aber hey, wenn du das willst, ich habe noch eine Spitzhacke, die kann ich dir verkaufen. Was genau meinst du mit leise? Du musst ein geschickter Mann sein. Am besten wartest du, bis alle schlafen. Ich kann dir zeigen, wie du an die Truhen rankommst, aber das kostet dich was. Ach. Was ist, wenn ich mich mit dem ganzen Ort anlegen will? Du bist ein kräftiger Kerl und ich habe auch einiges drauf. Außerdem kenne ich ein paar der Sklaven. Die kämpfen garantiert mit uns zusammen. Aber du solltest vorbereitet sein. Also sieh dich mal eine Weile um und verschaffe dir einen Überblick. Was ist dein Job hier? Ich habe genauso angefangen wie du. Allerdings schon vor recht langer Zeit. Eine Zeit lang bin ich durch die Arenen gezogen. Aber das war nichts für mich. Jetzt passe ich hier auf. Das ist zwar nicht besonders ertragreich, aber ich krieg eine Menge mit. Alles klar. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Zeig mir deine Ware. Kann ich dir Hehlerware... Ein Spitzhacke und 3000. Okay, ich kann dir keine Hehlerware verkaufen. Dann, mein Freund, bist du unwichtig für mich, wenn ich dir das so sagen darf. Naja, gut. In so gut wie jeder Stadt gibt es eine Wache. Einen Dieb. Eine Wache. Wo ich denn da wieder drauf?
Warte mal, da oben waren wir, okay. Wen interessiert denn das hier? Wo ist denn der Obermotz? Da steht er, oder? Nun, bist du auch dem Ruf des Goldes gefolgt? Ich bin Vasco, Verwalter von Benerai. Hallo, Vasco. Hast du Arbeit für mich? Vom Westen her kommen immer wieder Crawler. Schon erledigt. In letzter Zeit trauen sich die Biester ziemlich nah an uns ran. Schon erledigt. Zu nah. Ein paar Sklaven haben sie schon aufgefressen. Ich will, dass du sie erledigst. Vor schon erledigt. Allem diese zähen Mistviecher. Die müssen irgendwo ein Nest haben. Schon erledigt. Was macht ein Verwalter so? Och, ich zähle das Gold, organisiere die Wachen, kümmere mich um die Sklaven, halt um alles, was anliegt. Ja, wer nicht? Die Crawler sind Geschichte. Hast du das ganze Nest ausgeräuchert? Naja, ich habe alles platt gemacht, was da so rumlief. Na gut, hier ist dein Lohn. 300. Das war dir jetzt gerade mal 300 wert? Taltruhe. Verschwinde! Ja, Mann! Ich dachte, der greift mich jetzt an. Ich hatte kurz einen Moment Angst. Also jetzt nicht unbedingt, dass ich ihn nicht schaffen würde, aber... Moin. Moin, 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 moin. Ich bin... Ach, mit dir habe ich gerade geredet. Zeig mir deine Waffe. Nein, oh, ich habe mich schon wieder verklickt. Entschuldigung, Leute. So. Ich habe jetzt das ganze Dorf gesehen? Ehrlich? Wie komme ich denn da oben rein? Hey, du! Wo willst du hin? Na, ich sehe mich mal um. Ja, das kenne ich. Aber mir machst du nichts vor. Du bist hier, weil du scharf auf schnelles Gold bist. In Benerai haben sie ja eine Mine. Da ist bestimmt was zu holen, ne? Aber du wirst die Stollen nicht betreten, klar? Jedenfalls nicht, solange du dich vorher nicht nützlich gemacht hast. Ich sage dir was. Du gefällst mir nicht. Und deshalb werde ich dich im Auge behalten. Geh zu Sancho und lass dir Arbeit geben, sonst... Sonst was? Sonst muss ich annehmen, dass du nur hier bist, um das Gold zu stehlen. Und dann möchte ich nicht in deiner Haut stecken, also beeil dich lieber. So, du hast dich also nützlich gemacht. Dann mach weiter so. Wenn du Training brauchst, lerne von mir. Und erledige noch weitere Jobs. Vergiss nicht, ich behalte dich im Auge. Nein. Wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Was machst du hier? Ich schütze das Gold und pass auf, dass nicht jeder Fremde anfängt zu buddeln. Wichtig für dich ist nur, ich beschütze das Gold. Klar? Alles klar. Wir müssen noch einmal nach Lago. Nein, wir wissen nicht, ob wir... Ja, ist ja gut. Würdest du... Ja, du kannst sowieso nichts. Können wir uns eh... Ich will den Kampf mit zwei... Würdest du mich im... Nein, ich will ich nicht. Also man kann zwei Einhandwaffen in der Hand nehmen, aber ich finde eigentlich Schwert und Schild gefällt mir besser, wenn ich ehrlich bin. Darf ich denn hier rein oder töten mich dann auch direkt alle? Hier pennen nur die... Ah ja, ist klar. Geh jetzt besser. Ich gehe jetzt besser. Du solltest mich besser nicht stören. Okay, also wenn ich mich recht erinnere, dann haben wir jetzt nur noch den Auftrag für Lago, oder? So, da sind wir. Ja. Dann würde ich sagen, laufen wir nochmal eben gemeinsam nach Lago. Es dürfte echt nicht weit sein, es müsste ja eigentlich links um die Ecke sein. Schwupp. Es ist jetzt einfach noch nicht viel passiert, jetzt will ich euch nicht einfach so abspeisen hier. Rein theoretisch sind wir schon weit über das, was wir sonst machen. Schakal. Schakal-Geschichte. Schakal-Geschichte. Warum verschiebe ich immer kurz vorm Ende mein Bildschirm? Ich meine, es ist kurz vorm Ende, deswegen jucke wie Hose, ja? Schakal-Geschichte. 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 Naja, ist klar. Ist nicht mehr, Leute. Da konntet ihr mich vielleicht anfangs mit töten. Aber jetzt geht das nicht mehr.
Okay, Schakalen nicht Geschichte. Oh, Wasserfälle in der Wüste. Ich kann es in der Ferne sehen. Wird gut. Gefällt mir. Ist hier was? Ist hier wer? Wer ist er denn? Alter, hinter dir steht ein Wolf. Junge. Siehe, der Nordwind bringt uns einen Kämpfer. Ich bin Shakior, der Löwe. Komm und trinke einen Schluck Wasser mit mir. Warum nennst du dich Löwe? Weil ich seine Macht teile. Sie wurde mir vor langer Zeit anvertraut. Die Macht des Löwen? Sein Stein. Ich trage den Stein des Löwen. Es ist einer der alten Druidensteine. Dann bist du ein Druide? Erzähl mir mehr. Ein Druide? Ich bin ein Jäger der Wüste. Den Stein bekam ich einst von einem, der weiser war als ich. Und seit ich ihn trage, ist die Kraft des Löwen mit mir. Aber er ist mir geliehen. Ich werde ihn weitergeben, wenn es an der Zeit ist. Verstehe. Was machst du hier? Wir haben Lago überfallen und alle Sklaven aus dem Stollen befreit. Wir? Du und dein Löwe? Und meine Brüder. Sie führen die befreiten Sklaven tief in die Wüste. Ich bin zurückgeblieben, denn mein Kampf ist noch nicht vorbei. Und wann ist dein Kampf vorbei? Wenn das ganze Land von der Knechtschaft befreit ist. Was willst du? Schlange! Der hätte eine Schlange in seinem Haus. Ich hoffe, das war nicht auch sein Tier. Was mache ich jetzt? Hau ich ihn um und klaue ihm seinen Druidenstein? Wir können ihn ja erstmal leben lassen. Shakilor. Naja. Shakior. Shakior heißt er. Shakior der Löwe. Okay. Das verwirrt mich jetzt schon ein bisschen. Ich weiß auch nicht, wie ich die Nomaden... Die letzten waren ja Banditen. Die haben mich angegriffen. Deswegen war es halb so wild. Dann habe ich einmal die Nomaden gehabt, wo wir mit dem Wassermagier hingerannt sind. Die haben wir ja umgenockt. Allein auftragsbedingt. Aber zu wem gehören sie denn jetzt? Weil rein theoretisch... Wir machen zwar gerade Aufträge für die Assassinen, aber rein theoretisch arbeiten die Assassinen ja mit den Orks zusammen, was wiederum unsere Gegner sind. Das heißt, die Nomaden sind eigentlich auf unserer Seite. Und hier ist es ja auch so, der Nomade befreit die Sklaven. Wo ich den Stein des Löwen wohl haben möchte, auch wenn ich es nie benutzen werde. Wir werden noch mal ein bisschen weiter gucken. Habe ich es als Auftrag? Da könnte ich gerade mal nachgucken. Wenn es als Auftrag drinsteht, dann kann ich es mir ja merken. Der Stollen von Lago. Es steht nicht drin. Nicht mal als, ja. Wir müssen es uns einfach merken, Leute. Das ist viel schlimmer. Ich schaue gerade nochmal auf die Map. Wir sind auf jeden Fall bei Lago. Links von Lago, die Höhle mit dem Löwen. Leute, das ist nie gut. Wenn es nirgendwo steht, vergesse ich es ganz schnell. Wir werden auf jeden Fall den Lago noch einmal durchgucken, da die Stollengeschichte klären. Und wenn ich dann keinen Auftrag bekomme, der mit diesem zu tun hat und seinen Brüdern, dann hauen wir ihn um und klauen ihm den Stein. Punkt aus. Ende. Alles klar. So, aber bis hier soll es definitiv gewesen sein. Wir sind fast bei 50 Minuten. Bisschen Geschnibbel. Dann sind wir bei 40. Wie gesagt, so viel haben wir heute nicht erreicht, aber ein bisschen was haben wir geschafft. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge und tschüss.